Was geht ab, liebe Jungs und Mädels? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Also ich werde euch kein neues Jahr wünschen, denn ihr seid, die meisten von euch seid alt genug, euch die Wünsche selber zu erfüllen. Aber ich bin heute hier, um euch daran zu erinnern, ihr hattet doch was vor, oder? Manche von euch ein bisschen mehr Sport machen, gesunde Ernährung. Also Leute, tut was für euch, euer Körper verzeiht euch das nicht. Und wenn ihr es nicht tut, dann kommt ihr in die Situation, unangenehme Situation für die, die adipös sind, also ein bisschen übergewichtig. Mir ist es zum Beispiel passiert, ich habe eine Kollegin letztens gesehen und habe gemeint, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es war nichts von beiden. Es war einfach, sie war einfach fett. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber ich musste Schadensbegrenzung machen. Ich meinte, es steht hier aber, der Bauch zu deinem runden Gesicht, scheiße. Also für uns beide sehr unangenehm. Oder der Kollege, der jetzt seit 2 Jahren keinen Sport macht, sagt, er will Sport machen. Ich will jetzt nicht böse sein, aber in Frankfurt vom Messeturm, wenn man von ganz oben nach unten guckt, konnte man ihn wirklich als so einen schönen Fleck erkennen. Und seit 2 Jahren, da er nichts mehr macht, hat er es geschafft. Jetzt ist er in Google als Hindernisverzeichnis. Also Leute, ihr wollt nicht so weit enden lassen. Tut was für euch. Let's cut the talk. Let's do some work. Die alles alte wegen Rap keine Zeit. Ich war Träumer, aber Rap macht nicht reich. Große Liebe damals, echt war nicht leicht. Von da an drauf geschissen auf die Treue. Wäsche muss gewaschen werden, regnen wir eine neue. Als erstes mal den Marktwert gecheckt. Meine Skills, meine Art, meine Tracks. Schnell gemerkt, dass bei mir läuft auch ohne Bands. Und Note Nummer 1 ging ihren Freund dann erstmal fremd. So manches Mal eine Freundin mit dabei. Ja, du weißt, Männer regeln und vergeuden keine Zeit. Prima, am nächsten Tag kam Alina. Naiver als die meisten, wie sie war, war noch niemand. Sie brachte mir zu essen jede Nacht und für immer jetzt der Inbegriff von dessen, was sie hasst. Yeah. Oh, oh. In meinem Booty war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro. Heute leben wir ein grüner Life. Denn mein Body war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro. Heute leben wir ein grüner Life. Steffi, Kroatin 23. Konnte kochen und am Abend war Romantik. Doch schlauer als die meisten ihrer Liga. Denn ihre Schwester war eine Freundin von Alina. Minus, wieder ziellos und ist glatt. Jeden Tag im Internet auf Suche nach Ersatz. Sie wussten, ich bin übertrieben Pascha. Zu ficken war so easy und am schnellsten bei Natascha. DPD brachte Sonnenbank die Röhren. Als Jana sich verliebte zwischen Sonnenbank und Röhren. Verheiratete Milfs wollten reden. Der Tag, in dem ich ging, rotten Tränen. Und zog mit Keeper dann von A nach B. Irgendwann geht es den geraden Weg. Doch bis dahin war Sharifa. Doch keiner hatte Titten so wie Nina. Oh, oh. In meinem Booty war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro. Heute leben wir ein grüner Life. In meinem Booty war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro. Heute leben wir ein grüner Life. Es tut mir leid für all die Kopfschmerzen. Doch ich nur ganz allein muss das mit Gott klären. Doch heute sind die Beine so weit auf. Und jedes dieser Mädels nimmt die Scheiße dann in Kauf. Kein Vertrauen, wenn du Dinge wie ich kennst. Denn die meisten von den Mädels gingen fremd. Doch glaub mir, ich denk gerne an die Zeit. Denn wegen euch bin ich heute jetzt so fly. Denn mein Booty war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro. Heute leben wir ein grüner Life. Denn mein Booty war das immer schon so. Hat an jeden seiner Finger raus. Ja, Leben könnte schlimmer sein, Bro.